Moin moin, liebe Freunde, heute wird mit Paul Pogba verhandelt. Der würde gerne noch die Entwicklung bei seinem Verein abwarten. Bei einem Spieler mit den Perspektiven werden sie zweifellos ein gutes Angebot machen müssen. Mit Verein über 5 Millionen einig, das ist gut. Wir haben natürlich äußerst positiv registriert, wie intensiv sie sich in der Vergangenheit mit ihm befasst haben. Sehr gut. Okay, dann verhandeln wir jetzt mal. Er möchte Optionen zur Verlängerung um ein Jahr. Kann er gerne haben. Er kriegt auf jeden Fall 4 Jahre. Mal gucken, was ist hier? 5? Das ist egal. Okay, er kriegt dann auf jeden Fall 4 Jahre. Eventuell sogar 5, weil dann ist er sogar noch günstiger in dem Sinne. Hinzufügen und entfernen. Option für ein Jahr. Was ist, wenn wir hier 2 Jahre draus machen? Jo, warum nicht? Gehaltskürzung bei Abstieg gibt es hier nicht. Jo, okay. Option für Verein, das lohnt sich nicht. Außer das Angebot Abstieg. Abstieg. Ablösefrei. Okay. Auflaufprämie, sowas braucht er nicht. Nicht Abstiegsprämie. Bringt das irgendwas? Guck mal, das bringt gar nichts. Ligaspielbonus. Grundlage für weitere Verhandlungen. Ja, okay. Anteil im nächsten Verkauf. 2%. Okay. Sehr gut. Haben wir einmal das. Oder hatte ich da noch irgendwie andere Optionen was gesehen? Feste Ablöse, Auslandsangebot. Automatische Verlängerung nach Spielen. Nö, ich denke mal, so können wir das im Moment lassen. Internationale Vereinsspiele, bla. Erstes Länderspiel kriegt er 10 Euro nochmal in die Hand. Okay. Gehaltsbudget sind bei 2 Millionen. Grundlage für weitere Verhandlungen. Eigentlich können wir mal sagen, eine Million, das ist ganz schön viel, ne? Wir werden erstmal Angebot unterbreiten, mal sehen, was er sagt. Ist ja die Grundlage. Ah, Stammplatzgarantie, Zukunft des Spielers. Wichtigster Spieler, du bist Stammspieler. Eine Stammplatzgarantie. Ja, kann man ruhig sagen. Angebot unterbreiten. Akzeptiert. Okay, das war die Ablösesumme. Riskante Ansprache war erfolgreich. Jo, die Leute. Staatsbericht der Verletzung. Ken Ilzel. Bronin ist frustriert. Seit 400 Millionen Jahren keine Tore mehr. Was haben wir hier? Oh, plus 2. Wir können immer noch keine Gespräche führen. Spielermatrix. Versprechen. Teammatrix. Und die Teamhierarchie. Genau. Da haben wir alle auf dieser Linie. Voronin Oliver Fink wird gar nicht mehr so wirklich akzeptiert, aber Forza wird noch nicht voll akzeptiert, aber ist schon fast so wie Voronin. Okay, dann spulen wir mal vor. Oh, ich könnte vielleicht mal wieder in meinen privaten Bereich gehen und Golf spielen. Ihre Freundin Rita hat ihren gebrauchten Kleinwagen gegen die Wand gesetzt. Juhu! Ausgabeverhalten ist niedrig, Zeit mit dem Partner verbringen. Tanzen gehen, ins Theater gehen, Segel gehen, ins Theater gehen, tanzen, essen, essen, tanzen. Aber Rita sieht anders aus. Irgendwie ist der Patch weg mit, hier, mit Lucy Lou. Okay. Habe ich irgendwo noch Aktien? Ich glaube, ich habe nichts, ne? Andere Anlagen. Und nö, ich habe nichts. Nichts, okay. Ich hab nix. Na, Juve und Turin einigen sich. Sehr gut. Was sagt Pogba? Verhandlungen mit Pogba laufen jetzt. Juhu! Okay. Was ist denn jetzt hier sein Interesse? Nachteile, hoher Mediendruck, okay, möchte international spielen, guter Manager, gute Stimmung.
Schönes Stadion. Okay, 1,2. Ich müsste jetzt hier mal ins Training gehen. Training ist erreicht. Okay. Training. Moment, wie sieht die Mannschaft aus? Die könnte ein bisschen Fitness und Frische gebrauchen. Oder, warte mal. Erste Mannschaft. Oh, die Fitness sieht schon fast besser aus. Aber Giefer hat nur das. Alma. Nicht Kruse würde ich da gerne drin haben, sondern Goretzka. Mal sehen, wie das dann aussieht, wenn ich da Goretzka drin habe. Die Teamdynamik. Ja, ist okay noch. Kann auch schon widersprechen. Sehr gut. Gehen wir mal ins Training. Die Fitness ist jetzt schon langsam grün. Wer war denn, dass der hier so eine schlechte Fitness hatte? Frische Forza, okay. Die Frische wird sich hier noch verbessern. Denke mal. Jetzt sage... Ach ne, das kann ich ja im Training sagen, dass er ein bisschen weniger Trainingsumfang hat. 80 machen wir mal 60%. Okay. Mannschaftstraining. Das sieht schon okay aus. Torriecher und so weiter. Ja, okay. Machen wir das mal. Dann wollen wir mal vorspulen. Ich warte bis da hinten mit Angebot in neuer Dimension. Ja. Oberpeinlich. 1,2 Millionen war nicht so gut. Da muss ich nochmal hier gucken. Abstieg ablösefrei. Option für ein Jahr. Akzeptabel. Auflaufprämie. So, das kriegt er nochmal. Auflaufprämie machen wir mal weg. Nicht Abstiegsprämie. Kriegt er dann auch mal irgendwie 10.000 nach 25 Spielen. Mann, da werden sich einige ganz schön in den Hintern beißen. Wir haben nämlich nicht mehr viel Platz für Vertrag. Er lehnt Wechsel ab. Ist richtig gesehen gerade. Neue Idee für Dings. Mann. Emre Can. Ich hätte auf jeden Fall gerne hier nochmal mit ihm behandelt. Betrag, Kaufangebot. Oh nein! Es hat nicht geklappt. Ja, ärgerlich. Ah, Mann. Fortuna Köln hat Interesse. Ja, super. Okay, mit Pogba, das wird wohl erstmal nichts. Der war echt nicht zufrieden. Das gibt's ja echt nicht. Okay. Gegen Schalke. Da müssen wir erstmal hier vielleicht nochmal die Taktik öffnen. Younes, okay. Anweisung Dribbling, sehr gut. Kannst du Dribbling dann? Vielleicht sagen wir mal, dass ihr auch hier dribbelt. Okay, das ist genau das, wie wir es hatten. Klose bei Schalke. Interessante Sache, interessant. So, Emre Can. Ich bin sicher, dass du das kannst. Teamdynamik. Oh. Emre Can. Hab ich übersehen, da. Du musst ihm den Schneid abkaufen. Eine harte Nuss. Mhm. Du hast gut trainiert. Zack. Super. Ronny, du hast auch. Ja. Da kriegst du auch nochmal. Leon Goretzka. Du hast dich verbessert.
gebe im Training alles. Nee, das ist nicht das, was ich sagen möchte. Großes Lob, Levels. Du trainierst sensationell. Großes Lob, super letztes Spiel. Auf jeden Fall. Zack, und da sind wir langsam wieder im positiven Bereich. Oliver Fink. Emre Can hat schon. Tobias Levels. Robert Almer. Das bringt uns leider nichts. Ken Ilze. Nando Raphael. Lalala. Voronin. Franziskus, du hast gut trainiert. Bringt nur ein. Reisinger, du hast auch gut trainiert. So, dann muss ich nochmal hier in die zweite Mannschaft gehen. Und verletzt ist dort Weihrauch. Du fehlst uns. Tja, so ist das, ne? Der Junge ist kaputt. Gib ihm Training alles. 315. Sieht gar nicht gut aus. Ja, okay, das ist die aktuelle Folge. Schade, dass es mit Pogba nicht geklappt hat. Aber Forza ist sehr gut. Der geht gerade sehr gut ab. Sehen wir uns mal die Frische an. Der hat sich da gut verbessert. Der ist 96. Fitness sieht auch super aus. Nando Raphael haben wir da. Tobias Franziskus. Was ist, wenn ich den für Reisinger reinstelle? Sagt die Teamdynamik dann? Sich nicht verändert, okay. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei euch wieder mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!